Jo, es mag anlässlich des morgen anstehenden Lockdowns ein kleines bisschen ironisch erscheinen, aber wir sprechen heute über das Thema Fotoreisen. Wie ich sie plane, was ich dabei gelernt habe und was man vielleicht beachten sollte. Ich habe dafür ein kleines bisschen einen Gesprächsleitfaden hier vorbereitet. Da würde ich ganz gerne durchführen und ich habe zwar hier auch die Fragen vor mir liegen, aber es kann sein, dass ich da nicht mal gleich drauf gucken kann. Also auf jeden Fall werde ich am Ende Zeit haben, Fragen zu beantworten. Stellt sie mir hier gerne in den Chat und ich werde dann auch nach dem Video noch ein bisschen im Chat bleiben und eure Fragen beantworten können. Das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von Panasonic. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, also hier in ungewohnter Umgebung aus dem Studio von Foto Koch, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich mich unter anderem eben auf Fotoreisen konzentriere, aber auch auf Equipment und meine Gedanken zu Fotografie im Allgemeinen teile. Es klingt ein bisschen esoterisch, aber schaut es euch einfach mal selber an. Aber heute fokussieren wir uns, wie gesagt, auf Fotoreisen und auf meinem Kanal findet ihr schon so die eine oder andere Reise. Wer mich kennt, der weiß, zum Beispiel Island war eine mehrteilige Reise. Letztes Jahr war ich in Japan, es sind auch 5 Teile, Hongkong und so weiter. Findet ihr, wie gesagt, alles auf dem YouTube-Kanal. Ich möchte euch einfach mal 2, 3 Bilder zeigen von den vergangenen Fotoreisen. Die blende ich jetzt einfach mal ein. Das beispielsweise war, wie unschwer zu erkennen ist, auf den Lofoten 2018 oder auch hier Island, einer meiner Lieblingslocations. Oder auch das hier, das ist Las Vegas, wie auch unschwer zu erkennen ist auch Reisefotografie im weitesten Sinne. Es muss ja nicht immer nur Landschaft sein. Aber, und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, um sich so ein bisschen zu überlegen, wie plane ich denn eigentlich eine Fotoreise? Was möchte ich eigentlich von der Fotoreise? Ich habe das Ganze mal in 3 Teile oder 3 Fragen unterteilt. Und die erste Frage ist tatsächlich, was ist das Ziel? Welche Fotos möchte ich machen? Die zweite Frage ist, wie tief will ich wirklich einsteigen? Und die dritte Frage, und da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, ist, welche Ressourcen habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Geld habe ich? Und wie plane ich das Ganze? Und da zeige ich euch, wie gesagt, Apps und meine Planungslisten und was ich dabei gelernt habe. So, wir steigen ein mit der ersten Frage oder mit dem ersten Punkt, wenn man so will. Und das ist das Ziel. Also man sollte sich, klingt relativ offensichtlich, aber man sollte sich auf jeden Fall vorher überlegen, was für Fotos möchte ich denn überhaupt machen auf einer Fotoreise? Möchte ich also eher Landschaftsfotos machen oder möchte ich eher Metropolfotos machen, wie hier rechts in Japan? Und ich habe jeweils die Fotoreisen unten verlinkt, also könnt ihr euch dann später gerne mal anschauen. Und das hat natürlich wesentliche Einflüsse auf die Reise selber. Manche Sachen kann man gut planen, manche Sachen kann man nicht so gut planen. Und insbesondere, wenn wir zum Beispiel an Wetter und Co. denken, muss man sich eben ein kleines bisschen darauf einstellen. Aber auch zum Beispiel Jahreszeit, also wieder offensichtliche Fragestellung, wenn ich Polarlichter fotografieren will, dann gibt es nur eine gewisse Jahreszeit, wo die stattfinden, wo man eine hohe Chance hat, die anzutreffen. Oder eben, wenn man zum Beispiel nach Island fährt, wie wir es getan haben, wenn man in den kälteren Jahreszeiten fährt, kann das Ganze relativ unbarmherzig sein und man wird dann sehr, sehr viel Regen vorfinden. Aber das ist auch nicht unbedingt immer schlecht. Also man kann ja auch ganz bewusst zum Beispiel in der Regenzeit nach Japan oder in irgendeine andere große Metropole fahren und dabei Nacht fotografieren. Wer die Videos gesehen hat, der weiß, ich stehe total auf diese Lichter, auf Neon und so weiter. Und das kommt halt am allerbesten, wenn es Nacht ist und wenn es geregnet hat, dann spiegeln die Lichter auf dem Boden. Das ist eine wirklich schöne, schöne, schöne Sache. Wieder eine kleine Einschränkung, aber man sollte sich auch überlegen, was ist meine Erwartungshaltung, wenn ich so eine Reise mache. Und da gehe ich später noch ein bisschen stärker drauf ein, vor allem im Hinblick auf die Planung. Also wenn ich zum Beispiel einzigartige Motive erwarte und mir die Motive raussuche, die ich schnell im Internet finde, dann hat das durchaus den hier gezeigten Nachteil, dass man mit einer Erwartungshaltung an eine Location fährt, derer man nicht gerecht werden kann, wenn man so will. Ja. Das ist hier dieser ganz bekannte Bambuswald in Kyoto. Und ich bin schon früh morgens aufgestanden, um da hinzufahren, aber es war einfach so ultra voll mit Menschen, dass man da diese Fotos eigentlich kaum machen kann.
Und dann, wenn man noch ein bisschen weiter denkt, auch hier ein Bild, was ich auf Island geschossen habe. Ich glaube, 2016 war das. Ist auch ein schöner Wasserfall, ist ein schönes Motiv, aber ich bin leider nicht der Einzige, der dieses Motiv gemacht hat. Es macht mir jetzt nichts aus, aber das sollte man sich halt vorher fragen. Es gibt einen tollen Instagram-Kanal, der heißt Insta-Repeat, wo, oder dieser Kanal greift halt auf, dass in den letzten Jahren, seit Instagram so groß geworden ist, gefühlt die Fotografen alle die gleichen Sachen machen. Es gibt dann zwei, drei große Fotografen oder zwei, drei Leute, die fangen irgendwie einen Trend an und ja, irgendwie machen alle die gleichen Fotos. Soll heißen, also ich kann das Gefühl nachvollziehen, dass man einzigartige Motive machen möchte. Wenn man zum Beispiel nach Island fährt und diesen Wasserfall fotografiert, ist es unwahrscheinlich, dass man der Erste sein wird, oder es ist ausgeschlossen, und es ist unwahrscheinlich, dass man ein einzigartiges Motiv fotografiert. Darauf sollte man sich einfach ein bisschen einstellen. Tatsächlich ist es ein bisschen so eine Sache, sich auf Instagram vorher darauf vorzubereiten, aber darauf gehe ich später nochmal ein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen weiter auf Punkt 2, nämlich das Thema, wie ernst meine ich es mit der Fotoreise? Und da habe ich einen kleinen Clip vorbereitet aus einer Fotoreise von Island, die ich ganz kurz mal eben abspielen möchte. Letztes Jahr war ich schon an dieser Stelle. Da war das Wetter auch nicht so super klasse gut, aber heute ist es echt beschissen. Naja. So, ich weiß genau, welches Bild du jetzt einblendest. Ja, hatte ich eigentlich nicht geplant, aber okay. Ja, also ist natürlich ein kleiner Witz, aber das passiert tatsächlich, wenn man in den entsprechenden Umfeldern unterwegs ist. Also man sollte sich vorher fragen, wie ernst meine ich es mit der Reise? Bin ich bereit, dann im Wind und Wetter zu stehen und Fotos zu machen, wie hier auf Island, wenn man jetzt in den Wintermonaten fährt, und es war noch nicht mal ein Wintermonat, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter ziemlich unbarmherzig wird. Und das muss man halt wollen, das muss man halt wissen. Frage auch, mit wem reise ich? Und es gibt einen guten Grund, warum ich meistens entweder alleine oder mit meinem Cousin reise. Auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und ja, Fotoreisen sind eine tolle Sache. Man erlebt in der Regel eine ganze Menge, aber es ist potenziell auch sehr, sehr anstrengend. Auf den Punkt komme ich gleich nochmal zurück, wenn wir über die Planung sprechen, also über die zeitliche Planung. Denn wenn man früh aufsteht, morgens an der Location ist, dann mittags eine neue Location hat und dann abends vielleicht noch einen Sonnenuntergang fotografieren will und dann noch weiterfährt, wie gesagt, man erlebt viel, aber es ist doch durchaus ziemlich anstrengend. So, und dann vielleicht nochmal eine kleine Anekdote, auch wieder Island. Das war so ein bisschen der bildliche Beweis oder das bildliche Aussage, dass ich immer sage, ja, und deshalb war ich alleine. Das ist hier irgend so ein Dude mit seiner kompletten Fotoausrüstung, der an der Location hier, Jörg, nee, nicht Jörgula, so, Jörgula, sondern Stocksnes heißt die Location, am Fotografieren war, und er hatte seine Freundin dabei und der braucht halt irgendwie ewig und hat irgendwie eingestellt und hat sich da einen abgetüdelt. Und sie stand die ganze Zeit nervös hinter ihm und hat ihn genervt. Das macht natürlich dann beiden keinen Spaß. Also ich weiß auch, wenn ich mit Freunden, Family oder Freundinnen verreisen würde, ich hätte keine Lust, die dann mehrere Stunden an der Location auf die Geduldsprobe zu stellen. Das ist für mich blöd und das ist für alle anderen auch blöd. Also das sollte man sich einfach vorher überlegen. Ich sehe hier schon eine Frage, die reinkommt. Was hast du während der Corona-Zeit und Reisebeschränkungen gemacht? Ja, nicht verreist. Also ich habe Videos zu Hause gemacht und war dann, wenn überhaupt, quasi in Düsseldorf unterwegs. Aber wie gesagt, auf Fragen gehe ich gleich nochmal ein. Punkt 3. Und das ist sicherlich der größte Punkt und der wichtigste Punkt. Das ist das Thema Ressourcen. Natürlich naheliegend, die erste Frage ist, was für ein Budget habe ich? Wie viel Geld möchte ich ausgeben? Das sollte man sich vorher überlegen. Reise ich per Flug an? Reise ich per Schiff an? Muss ich irgendwie einen Mietwagen buchen? Was kostet mich die Unterkunft und so weiter? Auch da wieder eine kleine Anekdote aus persönlicher Erfahrung. 2018 war es. Yannick, mein Cousin, der meistens mit auf die Reisen kommt, und ich haben überlegt, wir möchten gerne eine Fotoreise machen, waren ein bisschen spät dran, haben ein bisschen geguckt, was gibt es so, und haben festgestellt, oh, Flüge nach New York sind total günstig, gibt ein Angebot, das klingt doch nach einem Plan, buchen wir.
So, und dann Flüge gebucht, weil sonst geht das Angebot natürlich schnell vorbei. Und dann haben wir weitergeguckt nach Hotels und haben festgestellt, ja, eigentlich da, wo wir gerne sein wollen, sind fast alle Hotels ausgebucht. Und die Hotels, die nicht ausgebucht sind, sind fast unbezahlbar. Also da war dann für so ein mickriges Drei-Sterne-Hotel irgendwie 2.500 Euro, 2.500 Euro pro Person die Woche aufwärts, was dann nur so bedingt Spaß macht. Und am Ende des Tages haben wir uns dann für ein Airbnb entschieden. Aber da gab es dann tatsächlich auch nur, ich glaube, ein oder zwei Angebote, die gepasst hätten. Also das hätte auch gut in die Hose gehen können, weil dann ist man quasi festgelegt durch den Flug. Und ja, deshalb gucke ich mittlerweile das Ganze immer so ein bisschen parallel an und schaue mir so ein paar Angebote an. Unter anderem auf booking.com, skyscanner.de, wer es nicht kennt, das ist eine Flugsuchmaschine, aber nicht nur, die über hunderte Airlines sucht. Und ich suche meine Mietwagen meistens über billigermietwagen.de. Ich bin nicht bezahlt von diesen Plattformen, das sind einfach nur welche, die ich nutze. Ich weiß nicht, ob es die günstigsten der Welt sind oder auch nicht. Ich finde es aber ganz komfortabel. Bei Booking.com hat es halt den großen Vorteil, dass es eine Smartphone-App gibt, mit der dann der Account auch verbunden ist. Und wenn man quasi im Web ganz normal sein Hotel bucht, hat man die Unterlagen immer direkt auf dem Smartphone-App in Landessprache mit Navi-Details und so weiter. Das ist einfach so ein bisschen Komfort, den ich ganz gerne immer dabei habe. Ich gucke aber durchaus auch auf anderen Plattformen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist hier, glaube ich, schon mal ein ganz guter Start für den Anfang. So, und dann kommen wir zur Location-Planung. Wir gehen davon aus, wir haben jetzt unsere Location oder beziehungsweise unser Reiseziel ausgewählt und wissen, wo wir hinwollen. Wir haben alles gebucht, was wir bis dahin brauchen. Dann sollten wir jetzt natürlich so ein kleines bisschen Plan haben, was wir denn tun. Und tatsächlich, da hat sich das meiste in meinem Planungsprozess eigentlich verändert, von erster Fotoreise bis jetzt, wenn man so will. Ich zeige euch auch gleich nochmal meine Planungstabellen von früher und wie sie jetzt aussehen, wie sich das verändert hat. Aber vielleicht zuerst, wenn ich eine Reise geplant oder wenn ich das Ziel weiß, möchte ich mir ja vielleicht Gedanken machen, was möchte ich denn gerne fotografieren? Also da gibt es ja im Prinzip zwei Arten. Entweder ich weiß ganz genau, was mich erwartet, wie zum Beispiel Island, da wird man wahrscheinlich dann Landschaftsfotografie machen. Oder man macht halt eine Reise, wie ich dann zum Beispiel nach Japan und ich wusste eben nicht so hundertprozentig, was mich erwartet. Ich kenne das Land nicht, ich kenne die Städte nicht. Ich wusste ungefähr, was ich fotografieren will, aber nicht, wo ich das finde. Und dann fange ich erstmal an, wenn ich gar nicht weiß, was mich für Bilder erwarten, so ein bisschen zu inspirieren, zum Beispiel auf 500 Pics oder auf Instagram. Und da habe ich in Klammern Vorsicht geschrieben, weil zumindest bei mir ist das so, ich tendiere dann, mich so ein kleines bisschen in eine Richtung einzuschießen und die Bilder dann im Kopf zu haben. Und dann ist es ziemlich schwierig, sich vor Ort davon zu lösen und wirklich was Eigenständiges zu machen. Mittlerweile mache ich das eher so, dass ich sage, was für eine Art Fotos möchte ich gerne machen und dann denke ich, wo kann ich sie machen und wähle mir dann mein Reiseziel aus. Am Ende des Tages war das auch, was mit in diesen Japan-Planungsprozess mit eingeflossen ist, denn ich wollte tatsächlich Metropolen-Fotos bei Nacht machen, so Cyberpunk-artig und das ist es ja am Ende des Tages auch geworden. Und dann kann man sich mit Google Street View ziemlich gut informieren, wie die Lage vor Ort ist. Da kann man ja wirklich bis auf ja, Fußgängerlevel runter, wenn man so will. Man kann sich so ein bisschen die Entfernungen angucken. Ich fange dann immer schon mal so ein bisschen an abzuschätzen, wie lange brauche ich denn von A nach B, wie viel Zeit habe ich. Und da hilft es sich, also da hilft es sich so ein bisschen vorzustellen, 100 Kilometer braucht man in Deutschland, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, um und bei eine Stunde. Wie viele Stunden am Tag will man denn Auto fahren? Man kann natürlich viele Stunden fahren, aber wenn man das jeden Tag tut, ist das ein bisschen anstrengend. Ich glaube, auf Island waren wir insgesamt 1000 Kilometer unterwegs. Auf den Lofoten, glaube ich, noch mehr. Wenn man zu zweit unterwegs ist, also für eine Woche wohlgemerkt, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist das auch ein bisschen einfacher. Aber das schlaucht natürlich. Man möchte ja auch nicht die ganze Reise damit verbinden oder verbringen, im Auto zu sitzen und rumzufahren. Also am Ende des Tages sind wir 100, 200 Kilometer Maximum, glaube ich, pro Tag gefahren und dann auch mal zurückgefahren oder sind auch mal ein bisschen länger an einem Ort geblieben. Aber das kommt gleich, wenn wir dann über den Zeitplan sprechen. So, dann gibt es natürlich noch Stockfotoseiten wie Getty Images und so weiter, wo man sich auch so ein bisschen einlesen kann und ein bisschen einstimmen kann. Aber meistens sind natürlich auf diesen Fotoseiten nicht wirklich
ich sag mal, künstlerische Fotos, sondern das sind dann eher ja, typische Postkartenmotive oder bestimmte Gebäude, die dann da fotografiert wurden. Das ist manchmal nur so bedingt hilfreich, aber vielleicht ein Ansatzpunkt. So, und dann macht es natürlich Sinn, sich so ein kleines bisschen über die Wettergegebenheiten, wenn man dann Landschaftsfotografie macht, Gedanken zu machen. Und da gibt es eine ganze Menge super Apps, die auch stellenweise kostenlos sind. Zum Beispiel Clear Outside ist kostenlos, Meteo Earth ist kostenlos. Clear Outside gibt einen extrem großen Überblick über das Wetter, über die Wolken, also hohe Wolken, mittlere Wolken, tiefe Wolken, Nebelvorhersage, Windgeschwindigkeiten und so weiter. Sagt sogar, glaube ich, wann die ISS über einem steht, wenn man das fotografieren möchte. Und es ist eine kostenlose App. Also das ist ziemlich gut, was man da bekommt. An Küstengebieten ist es immer ein bisschen so eine Sache mit der Vorhersage, aber da hilft es dann, wenn man kurz vorm Sonnenuntergang steht, nochmal drauf zu gucken, haben wir gerade hohe Wolken, dann sind Sonnenuntergänge schön, oder haben wir gerade tiefe Wolken, dann werden die meistens geblockt. Oder man guckt eben auf Meteo Earth, da sieht man eben eine Karte mit auch Nebelvorhersage, Regenvorhersage und so weiter. Fotopilz kennt der eine oder andere von euch. Es wird immer gerne als Schweizer Taschenmesser der Apps dargestellt und in der Tat bietet es quasi alles an, was man so sich wünschen könnte. Und es gibt da einen Lichtplaner, es gibt Mondphasen, Sterneplaner, es gibt Umrechnungstabellen und was weiß ich auch. Was ich zum Beispiel auch interessant fand, es gibt einen ND-Umrechner. Also wenn man irgendwie eine normale Belichtungszeit hat und man macht dann 20er ND vor, dann kann es ja mal sein, dass die Kamera nicht mehr die Belichtung abschätzen kann, weil das einfach zu extrem ist, dann kann man mit dieser App das ganz gut ausrechnen und dann ist man relativ schnell dran, die richtige Belichtungszeit zu finden. Auch von diesen Apps werde ich nicht bezahlt. Es sind aber Apps, die ich auf meinem Handy habe, die ich eigentlich für ziemlich gut halte. Fotopilz ist damit Abstand die teuerste. Ich glaube, die kostet irgendwie 10 € oder sogar 20 € oder so. Ist nicht ganz günstig, aber wenn man diese Funktion nutzen möchte, lohnt es sich. So, und am Ende des Tages dann noch Regenradar. Es geht leider nur für Deutschland, aber da gibt es auch eine kostenlose Version und die ist auch ziemlich genau, weil man eben, glaube ich, 2, 3 Stunden Vorhersage für Regen hat. Was ich hier noch vergessen habe, ist, jetzt muss ich es leider einmal aussprechen, Photographers Ephemeris. Grausamer Name, aber sehr gute Web-App. Da kann man kostenlos im Web, übrigens auf dem Smartphone kostenlos aufrufbar, Licht- und Sonnenwege planen. Also man kann sich quasi, man kann eine Location angeben, egal wo auf der Welt, und kann dann sagen, wie verläuft an diesem Tag die Sonne, wie verlaufen die Schatten, wie ist die Mondphase und so weiter. Und tatsächlich, das ist eine sehr sinnvolle Sache, wenn man sich gerade bei Landschaftsfotografie so ein bisschen darauf einstellen möchte, wann ist wo das Licht am schönsten und wo muss ich ungefähr stehen. Ich müsste mir da ein kleines bisschen selber an die Nase fassen, weil ich habe es nicht selber immer gemacht. Auf der New York-Reise, wenn ihr die auf meinem Kanal anschauen wollt, haben wir irgendwo ab der Hälfte festgestellt, Moment mal, die eine Location, die wir jetzt geplant haben, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wir ja quasi einen Wasserfall ins Gegenlicht fotografieren würden. Also große Schlucht, wir würden unten stehen und die Sonne wäre dann irgendwie dahinter. Das ist natürlich dann alles im Schatten und so bedingt cool. Und haben dann halt mehr oder weniger flexibel umgeplant. Aber im Idealfall sollte man sowas vorher machen. Ich gucke hier nochmal eben in die Fragen rein. Welches Ziel möchtest du als nächstes bereisen, sobald es wieder möglich ist? Tja, die Liste ist eigentlich lang. Es fehlt meistens an der Zeit. Tatsächlich hatte ich für dieses Jahr Island geplant. Also ich wollte tatsächlich Reise 3 Island machen. Und dann vielleicht mal die andere Route. Ich bin ja immer nur auf der Südroute gefahren und ich wäre dann gerne mal die Nordroute gefahren, aber da hat mir ja Corona wie allen anderen auch einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Sei es drum, aber tatsächlich, ich hätte Lust auch nochmal nach Hongkong zu fahren, wenn sich da die Lage ein kleines bisschen stabilisiert hat oder auch nach Bangkok, also irgendwie asiatische Metropole. Es muss aber nicht unbedingt so weit weg sein, also da ist tatsächlich die Liste lang. Wenn wir mal wieder reisen dürfen und wenn es mal wieder soweit sein sollte, halte ich euch natürlich auf meinem Kanal auf dem Laufenden. Da ist aber bisher nichts geplant, weil macht ja keinen Sinn. So, jetzt kommen wir endlich zu der viel erwähnten langen ja, Planungsliste der Fotoreise Island von 2017, sehe ich hier. Genau, das ist die zweite Islandreise gewesen und das ist quasi das Originaldokument, was ich damals genutzt habe, um diese Reise zu planen, diese Fotoreise zu planen. Und
Bei Gott macht das nicht so. Ich bin tatsächlich hingegangen und habe mir eine Liste von Locations rausgesucht und habe dann die Route aufgebaut. Und tatsächlich für jeden Tag, morgens, mittags, abends oder teilweise sogar vier Locations pro Tag. Das ist total unrealistisch. Ich habe auch die Kilometer jeweils daneben geschrieben. Da seht ihr die Entfernung ungefähr. Die Entfernung ist nicht so das Problem. Das große Problem ist vielmehr, dass wenn ihr an einer Location seid und das Wetter spielt nicht mit, tja, Pech gehabt, dann könnt ihr quasi gar nichts machen. Natürlich könnte man warten, aber laut dieser sehr strikten Liste müsste man ja dann weiterfahren. Und tatsächlich, das habe ich auch auf die harte Tour gelernt, bin ich dann auch an vielen interessanten Locations vorbeigefahren, die ich tatsächlich gerne fotografiert hätte, die ich dann einfach links habe liegen lassen, weil ich dachte, ich muss mich an meinen blöden Plan halten, sonst geht das nachher alles nicht auf. Das nimmt ein bisschen den Spaß aus der ganzen Sache und das ist natürlich auch viel zu spießig und viel zu starr geplant. Mittlerweile mache ich das anders. Also das hat tatsächlich auf der Reise fast ein bisschen Stress produziert, weil es hat dann halt doch andauernd geregnet. Oder wir haben festgestellt, wir wären lieber gerne an dieser Location ein bisschen länger geblieben. Oder wir haben irgendwas anderes gefunden und würden da gerne abbiegen. Geht aber nicht, weil wir wollen ja um 18 Uhr da und da sein. Macht also keinen Sinn. Mittlerweile plane ich das anders. Das ist quasi der Plan für Japan gewesen. Und ihr seht, das ist gar nicht komplett fest ausformulierter Plan. Da habe ich das so gemacht. Ich war eine Woche pro großer Location, jetzt war es in diesem Fall die Stadt. Also ich war eine Woche in Tokio, eine Woche in Kyoto. Dann war ich ein bisschen in den Bergen und in der Pampa unterwegs, wenn man so will, und in so einem Tempel. Und dann nochmal 3, 4, 5 Tage irgendwas in Osaka zum Abschluss. Ich habe mir jetzt nicht jeden Tag eine Location in den Plan geschrieben, weil ich genau wusste, wenn ich vor Ort bin, werde ich überhaupt gar keine Lust haben. Oder vielleicht habe ich ja dann irgendwie was vor Ort gefunden. Ich kenne ja das Land gar nicht, kenne ja die Gegebenheiten gar nicht oder mir kommt irgendwas dazwischen. Stattdessen habe ich einfach eine Location-Sammlung gemacht, rechts daneben, habe die so ein kleines bisschen priorisiert nach dem, was ich am liebsten gerne sehen möchte und was nicht. Das ist natürlich Quatsch, was ich nicht sehen will, schreibe ich nicht rein. Also die paar Locations, die ich gerne sehen möchte. Und dann habe ich einfach vor Ort entschieden, habe ich da heute Bock drauf oder nicht, oder habe ich da morgen Bock drauf oder nicht. Ich wusste zum Beispiel in Kyoto, dass die Location mit den roten Toren, die man kennt, die auch im Eingangsvideo zu sehen war, die ist gut besucht. Das ist eine typische Touristenlocation, da muss ich früh hin. Da bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und bin dann dahin und da war tatsächlich um 7 Uhr schon vorbei, weil es zu voll war. Sowas muss man dann halt machen und der Rest war dann halt immer so ein bisschen, habe ich heute Lust oder nicht? Und tatsächlich, der erste Tag in Kyoto, den habe ich quasi im Bett verbracht oder da in dem japanischen Spa, weil ich war nach der Woche Tokio so kaputt, weil ich immer die Nächte unterwegs war und da nachts fotografiert und gefilmt habe. War super toll, aber ich war halt dann einfach platt. Ich bin dann die 3 Stunden nach Kyoto gereist und hatte dann einfach auch keine Muße mehr weiterzumachen. Aber das ist dann völlig okay. Also ich habe mir dann so einen Puffer eingebaut. Ich habe nicht jeden Tag strikt durchgeplant und dann geht das Ganze auf. Und tatsächlich, wenn man sich dann einen Tag Pause lässt, ist das Ganze wieder ein ganz kleines bisschen entspannter. Also das macht auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn. So, und am Ende des Tages die große Binsenweisheit, der Weg ist das Ziel. Ich habe viele Fotos gemacht auf der Lofotenreise dann, wo wir festgestellt haben, wir möchten eigentlich gerne was anderes machen. Ja gut, da muss man die Flexibilität auch haben, um umzuplanen. Wir haben festgestellt, wir sind die eigentliche Route, die wir fest geplant hatten, macht nicht mehr so viel Sinn, jetzt wo wir vor Ort sind und merken, das ist alles ein bisschen anders. Und dann muss man eben auch die Muße haben oder beziehungsweise die Flexibilität eingeplant haben, zu sagen, okay, dann bauen wir halt ein bisschen um. So. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist die Equipmentplanung. Heute wurde ja sehr viel, oder in den Live-Days allgemein, wurde sehr viel über Equipment gesprochen. Natürlich hat jeder so ein bisschen sein Equipment zu Hause, aber es macht Sinn, ganz kurz darüber nachzudenken, wie bin ich denn überhaupt unterwegs? Und tatsächlich, die Reise Island und die Reise Japan waren komplett unterschiedlich. In Island oder auf Island waren wir mit dem Auto unterwegs, wir konnten fast überall direkt mit dem Auto vorfahren.
Es wäre also okay gewesen, oder es war auch okay, wenn wir einfach alles mitschleppen, was wir quasi haben und ins Auto packen. Ja, tatsächlich haben wir das so gemacht. Wir haben, also Yannick, wir, mein Cousin, der dabei war, der mich gefilmt hat, hat einen Rollkoffer voll Fotoequipment und Kameraequipment gehabt. Ich auch, plus nochmal einen zusätzlichen Rucksack. Und wenn wir dann doch mal zu Fuß unterwegs waren, haben wir halt ein bisschen umgeräumt und die Kamera in einen kleineren Rucksack und so weiter. Und das passt dann auch. Man legt nicht so viele Kilometer zu Fuß zurück, es sei denn, man geht wandern, aber das ist eine andere Sache. Und dann ist es in Ordnung. In Japan wiederum war es gerade Sommer und wir hatten häufig bis zu 40 Grad. Dann macht es nicht ganz so viel Spaß, den dicken Rucksack auf dem Rücken zu haben. Das habe ich genau einen Tag gemacht und hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und da habe ich mir gewünscht, eine kleinere Kameratasche gehabt zu haben. Die habe ich mir dann vor Ort gekauft. Beziehungsweise ich bin dann immer nur noch mit der Kamera quasi umgehängt rausgegangen, weil sonst wird man irgendwann wahnsinnig. Und tatsächlich da, wenn man viel zu Fuß unterwegs ist durch die Stadt, macht dann auch ein Rollkoffer nicht mehr so viel Spaß, weil man den ja immer hinter sich herziehen muss. Also dann hat man gerade die Hände irgendwie voll, will was fotografieren und muss man auf den Koffer aufpassen. Ist immer so eine Sache. Klingt trivial, aber sollte man sich im Idealfall vorher kurz überlegen. Also sollte ich mir überlegen, was für eine Tasche brauche ich, was für einen Rollkoffer brauche ich, was für einen Rucksack brauche ich, wie auch immer, was habe ich da? Es gibt ja Leute, die durchaus mehr als eine Tasche haben. Und vor allem, was für Wetter erwartet mich? Ist es heiß? Ist es kalt? Wird es die ganze Zeit regnen? Sollte sie also wasserfest sein? Ich habe da diverse Rucksäcke und Rollkoffer quasi im Arsenal, aber tatsächlich nichts, was so richtig so einen fetten Sturzregen auf Dauer, glaube ich, aushält. Deshalb habe ich mir so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie wir es sind. Das ist im Prinzip eine teure Plastiktüte. Also, das wird als Fototasche verkauft, aber es ist eine Tasche, die man sich so einrollen kann und die ist halt aus Plastik und da kann wirklich ein Wasserfall drauf gehen und es bleibt trocken da drin. Und die habe ich mir umgehängt, habe dann meinen Kameragurt quasi modifiziert, um mir diese Tasche umzuhängen und bin dann im Regen nachts durch Tokio gezogen. Es ist ja warm, es ist 35 Grad nachts und dann macht auch der Regen nichts, aber es ist halt uncool, wenn dann die Kamera kaputt ist. Und dann auch Frage, ne, Sonnenschirm oder beziehungsweise Regenschirm. Da gibt es welche, die kann man sich so anklippen, da hat man die Hände frei. Das sind Sachen, die man sich vorher überlegen sollte. So, lange, lange Liste von Sachen, aber was brauche ich denn wirklich? Also, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte, weil wenn man zu viel mitnimmt und sich damit die ganze Zeit nur abschleppt, dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Und deshalb ist es sicherlich sinnvoll, wenn man sich eine kleine Equipment-Checkliste macht. Und sich eben vorher überlegt, was ist denn wirklich sinnvoll? Das ist jetzt auch wieder der echte Auszug sozusagen aus meiner Checkliste, die ich mit meinem Cousin zusammen gemacht habe, damit wir so ein bisschen gucken, dass wir nicht die gleichen Objektive mitnehmen, sondern uns ein kleines bisschen ergänzen. So, natürlich braucht man eine Kamera. In meinem Fall habe ich dann noch eine zweite Kamera zum Filmen dabei. Mittlerweile gibt es ja viele Kameras, die das sehr, sehr gut in einer Kamera kombinieren. Da habe ich ja auch schon einige auf meinem Kanal mal getestet. Ist ein bisschen so eine Geschmacksfrage, ob man das mag oder nicht, weil wenn man dann gerade fotografiert, kann man sich dann eben nicht filmen, wenn man nur eine Kamera dabei hat. Und dann habe ich, wie ihr hier seht, tatsächlich auf der zweiten Islandreise mich begrenzt und nur ein Objektiv mitgenommen. Das Fisheye habe ich zwar hier auf der Checkliste stehen, aber das habe ich gar nicht tatsächlich mitgenommen. Ich hatte nur das 24 bis 70 dabei, weil das eben alles abdeckt. Plus ein Objektiv für die Filmkamera, aber das zählt nicht, weil es ein anderes System war. Und dann natürlich allerhand Actionkamera und Stativ und dicke Schuhe und wie auch immer. Auch hier unsere Trekking-Klamotten und so weiter haben hier aufgeschrieben und vor allem Filter, wenn man Landschaftsfotografie macht. Macht das ja durchaus auch Sinn. Ja, es macht Sinn, sich sowas vorher einmal zu überlegen, dass man nicht alles doppelt und dreifach packt und eben sich die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich alles oder traue ich mich, ein bisschen weniger einzupacken? Tatsächlich sind ja die Kameras und Objektive mittlerweile so gut, selbst die Zooms, dass sie sehr, sehr viel abdecken, es sei denn, man braucht wirklich richtig krass lichtstarke Objektive für Astrofotografie oder wie auch immer. Hier kommt noch eine Frage rein von Klaus. Wie gehst du mit dem Thema Diebstahlschutz deiner Ausrüstung um?
Ja, ehrlicherweise habe ich da noch ein bisschen beide Augen zugedrückt. Ich habe gar keinen Diebstahlschutz für meine Ausrüstung. Ich glaube, das ist ein bisschen eine persönliche Abwägungssache, wie cool man da drauf ist. Also ich kenne Leute, die haben eine Diebstahlversicherung und die würden auch nie ohne aus dem Haus gehen. Ich habe es ja eigentlich immer am Mann und ich habe immer aufgepasst, dass in Anführungszeichen, dass man nicht wirklich klauen kann. Ich meine, natürlich, wenn man mich überfällt und mir dann alles abnimmt, dann ist auch weg. Okay, aber ich lasse jetzt nicht meine Kameras irgendwie rumliegen. Am Ende des Tages, wie gesagt, ist das eine persönliche Abwägungssache. Ist man, möchte man das Risiko eingehen oder nicht? Um ganz ehrlich zu sein, es gibt ja preisgünstige Versicherung, es macht sicherlich Sinn ab einem gewissen Punkt, wenn man da doch sehr viele Euros in sein Kameraequipment reingestellt hat. Ich müsste mir das wahrscheinlich auch mal angucken, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Welchen Kamerarucksack kannst du empfehlen? Oh ja, auch eine schöne Frage. Da gibt es, glaube ich, 300 Antworten zu. Ich habe tatsächlich Kamerarucksäcke und Rollkoffer von Lowe Pro. Weil sie sehr funktional sind, sind zwar potthässlich, aber sie funktionieren. Ich weiß, da passen meine Kameras rein und Objektive. Und ich habe einen Rollkoffer. Ich möchte sagen, das ist der Pro Runner und ein Rucksack. Und beide haben so eine Überziehfolie für, wenn es mal so ein bisschen regnet. Das müsstet ihr allerdings auf meinem Kanal gucken. Da ist ein Link zu den jeweiligen Rucksäcken. Das heißt aber nicht, dass nicht auch andere Hersteller gute Rucksäcke oder Rollkoffer herstellen. Ich glaube, es macht dann am meisten Sinn, wenn man sich tatsächlich mal wie hier in so einen Shop kommt nach Düsseldorf und sich mal ein paar Taschen anguckt. Gefällt mir das? Passt da meine Kamera rein oder nicht? Weil sonst kann man sich, glaube ich, dumm und dusselig bestellen. Da wird man nie glücklich. Da macht es Sinn, sich das einmal vor Ort anzugucken. Braucht man in Island zwingend ein 4WD, also ein Allradfahrzeug? Nein, braucht man nicht zwingend, es kommt aber drauf an. Also A, Offroad fahren darf man offiziell gar nicht auf Island, denn das ist streng verboten. Wenn man das möchte, muss man eine offizielle Tour machen. Es ist ehrlicherweise auch ein bisschen gefährlich, denn wir sind ja auch stecken geblieben, wir sind nicht Offroad gefahren, aber wir sind trotz Allradfahrzeug, weil wir ein bisschen blöde waren, tatsächlich auf einer Strecke mal stecken geblieben und uns musste so ein Super-Jeep dann rausziehen. Ich glaube, das ist gleich in der ersten Folge oder in der zweiten, weiß ich nicht. Es ist aber durchaus sinnvoll, wenn man in den kälteren Monaten fährt. Die Ringstraße, also die Straße, die drumherum zu den ganzen Highlight-Locations führt, ist eine ganz normale Straße. Die kann man super gut befahren im Sommer. Sag ich mal, wenn es jetzt schon gegen September, Oktober wird oder Januar bis, weiß nicht, April oder Mai sogar, kann das gut sein, dass die Straßen noch gefroren sind. Und dann ist es einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit, wenn man Allradantrieb hat. Ich habe mir das tatsächlich dazu bestellt, weil wir waren, ich glaube, einmal im April und einmal Ende April oder so unterwegs, weiß ich gar nicht mehr genau. Mir war es dann lieber, dass ich ein Auto habe, was tatsächlich Allrad hat. Und in Norwegen hatten wir sogar Allrad und Spikes, weil das war dann im Dezember, da war wirklich die Straßen überall komplett gefroren. Also das wäre gar nicht anders gegangen. Da bekommt man aber, glaube ich, sogar nur Autos mit Spikes. Also zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Ein guter Tipp ist aber, sich auf den isländischen Webseiten dafür sich anzuschauen, ob die Straßen überhaupt auf sind. Also road.is. Da steht dann jeweils, ist die Straße auf, wie sind die Verhältnisse und da gibt es sogar Webcams und dann kann man sich das entsprechend angucken. Diebstahlschutz ist in vielen Hausratsversicherungen vorhanden. Guck, wieder was gelernt. Einmal erkundigen, einfach mal erkundigen. Oft ist auch Trickdiebstahl inclusive. Ja, sehr schön. Habe ich auch was gelernt. Das war ein guter Punkt. So. Ja. Und sonst so. Dann gibt es natürlich rechts und links noch ein paar Themen, die vielleicht nicht direkt hochploppen, wenn man an eine Fotoreisenplanung denkt, aber die durchaus sinnvoll sind, über die ich ganz kurz mal eben sprechen möchte. Uns geht nämlich so ein kleines bisschen die Zeit davon, möchte ich sagen. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Thema Jetlag. Wenn man natürlich nach Asien, nach Amerika und so weiter reist, sollte man einplanen, dass man einen Jetlag hat. Ich persönlich, bei mir schlägt das ziemlich doll durch. Ich bin dann müde und dann habe ich auch keinen Bock zu gar nichts. Deshalb baue ich mir mittlerweile immer einen Puffertag ein. Oder, wie im Falle der Hongkong-Fotoreise, da war ich sowieso nur nachts unterwegs und wollte ja nur nachts in der Metropole fotografieren.
dann habe ich mich einfach gar nicht an die lokale Zeit gewöhnt. Bin dann einfach immer bis 2, 3 Uhr morgens unterwegs gewesen und habe dann irgendwie bis mittags um 12 gepennt und dann war okay. In der Nähe gab es eine Location, wo man frühstücken konnte, beziehungsweise das Hotel hat das auch angeboten. Und dann war fein. Und dann ist auch okay, dass das eine andere Zeitzone ist. Dann bin ich auch nur eine Woche da gewesen. Ich habe mich nicht an die Zeit gewöhnt, bin zurückgekommen, alles wunderbar. Aber das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Die Rechtslage sollte man vorher ein kleines bisschen checken, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Porträts von Leuten auf der Straße machen möchte, wie ist das kulturell, wie ist das rechtlich, darf ich das überhaupt? Ich persönlich mag es nicht, den Leuten auf den Geist zu gehen. Es gibt Leute, die machen das, obwohl man es nicht darf oder obwohl es kulturell nicht angebracht ist. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das dann immer so eine Sache. Oder auch zum Beispiel wenn man eine Drohne dabei hat und filmen möchte. In vielen Gebieten ist es verboten filmen mit der Drohne oder überhaupt zu fliegen und kann zu wirklich saftigen Strafen und zu echten Problemen führen, die man dann im Zweifelsfall nicht unbedingt haben möchte, wenn man jetzt irgendwie im relativ exotischen Ausland ist und dann da von der Polizei angehalten wird. Also in Japan beispielsweise sind die ja durchaus sehr sensibel. Insbesondere in Tokio ist es auch strengstens verboten und dann ist es auch wirklich keine gute Idee. Aber was wiederum ziemlich cool ist, Japan wieder als Beispiel, es gibt auch durchaus Sprachbarrieren. Nicht jeder spricht Englisch oder die sprechen tatsächlich, viele Leute sprechen kein Englisch und wenn, dann sehr, sehr schlechtes Englisch. Ich habe von dem Hotel einen portablen Router gestellt bekommen, der ungefähr so groß ist wie ein halbes Handy, der ein WLAN aufbaut in dem inländischen Netz. Und man kann dann mit seinem privaten Handy ganz normal ins Internet gehen und hat quasi die ganze Zeit WLAN. Das ist sehr hilfreich, weil dann kann man Google-Übersetzer nutzen, Live-Sachen übersetzen, kann Umrechner nutzen und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Erkundigt euch mal, in Japan kann man den dann wochenweise leihen oder auch tageweise. Da gibt es unterschiedliche Angebote. Aber auch in anderen Ländern, wie gesagt, Hongkong zum Beispiel, bietet das auch an, teilweise kostenlos. Oder man kriegt sogar ein ganzes Handy für die Zeit des Aufenthaltes kostenlos, was dann halt auch quasi genutzt werden kann für Google Maps und so weiter. Und natürlich das Thema USB-Adapter, Kabel, unbedingt dran denken, Steckdosen-Adapter. Das ist natürlich auch nervig, wenn man vor Ort ist und feststellt, ups, ich kann meine Geräte gar nicht laden und mich gar nicht auf den nächsten Tag vorbereiten. In Hotels haben meistens die Rezeption nochmal Adapter und irgendwelche Kabel, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Airbnb unterwegs ist oder in einer Ferienwohnung oder wie auch immer, ist manchmal so ein bisschen so eine Sache. Ich gucke gerade nochmal in die Fragen. Welches Reiseziel empfiehlst du zum Einstieg? Oh, das ist eine schwierige Frage. Empfehlen ist so eine Sache. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was dir Spaß macht, worauf du Lust hast, was dir liegt. Also wenn es Landschaftsfotografie ist, finde ich, muss man einmal im Leben auf Island gewesen sein. Wie gesagt, es ist ziemlich totgeknipst. Fast alles, was man davor findet, hat man schon hundertfach im Internet gesehen, beziehungsweise man sieht es meistens erst danach, weil man dann die Locations erkennt. Es ist aber wunder, wunder, wunderschön. Es ist eine einmalige Landschaft und es lohnt sich. Man kommt da relativ gut hin. Es gibt gute Angebote oder nicht unbedingt in der Corona-Zeit, aber außerhalb gab es gute Angebote. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber dann ist natürlich die Liste super lang und dann kommt es total darauf an, wo man gerne hin möchte. Also seine persönlichen Vorlieben. So, und dann, weil ich das auch sehr häufig gefragt werde, ist ein super langweiliges Thema, aber Thema Backup. Tatsächlich, wenn wir auf einer Fotoreise sind, sichern wir jeden Tag alle Speicherkarten. Mittlerweile haben ja sehr viele Karten auch im Karten, viele Kameras auch im Einstiegssegment zwei Speicherslots. Das ist sehr erfreulich. Zum Beispiel auch die Panasonic S5, die ich schon mal getestet habe, hat auch zwei Slots. Da kann man gleich auf zwei Karten schreiben und man kann sich sicher sein, wenn eine Karte abbraucht, hat man immer noch die andere. Tatsächlich habe ich das nicht immer hundertprozentig so viel genutzt, wie ich es hätte machen sollen. Aber es ist auch nicht so schlimm. Meistens, also das ist mein persönlicher Workflow. Ich habe eher kleinere Speicherkarten. Ich wechsle dann häufiger. Dann ist auch das Risiko geringer, dass wenn mal was ausfällt, alle Sachen weg sind. Und auf so einer Fotoreise entstehen halt so viele Daten, dass das meistens so ein bisschen so eine Sache ist. Also
In Lofoten, auf den Lofoten habe ich auf zwei Karten geschrieben, auf Island nicht, Norwegen schon wieder doch und Japan auch, aber man kommt dann irgendwann so ein bisschen durcheinander, muss ein bisschen aufpassen. Abends sichere ich dann aber immer alles nochmal auf den Rechner und auf eine externe Festplatte und dann, wenn ich das getan habe, formatiere ich tatsächlich auch die Speicherkarten, damit sie für den nächsten Tag wieder gut gerüstet sind. Oder beziehungsweise einsatzfähig, weil nichts ist nerviger, als wenn man gerade an einer coolen Location ist, das Licht gerade einmalig und man stellt fest, oh, man hat vergessen, die Karte zu formatieren und kein Platz oder man kann nur drei Fotos machen, dass die Karte voll, muss dann wieder wechseln. Also ist alles ein bisschen doof. So, das war's von der Seite dieses Gesprächsleitfadens. Wenn noch Fragen zu mir sind, die wir jetzt gleich nicht im Chat klären, findet ihr auch ein sehr langes Q&A-Video auf meinem YouTube-Kanal über diesen QR-Code. Aber gerne beantworte ich eure Fragen jetzt hier noch live und nachher dann auch gerne noch im Chat, wenn ihr noch Fragen offen habt. Ich schaue hier nochmal rein. Wie findet man gute Locations, die noch nicht so sehr fotografiert wurden? In der Pampa zelten und hoffen oder gibt es bessere Alternativen? Tja, das ist ein bisschen so eine Sache. Es können natürlich so zum Beispiel bei Landschaftsfotografie können Apps wie Google Street View oder auch dieses Photographers Ephemeris oder Fotopilz helfen, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Berge fotografieren oder ich möchte gerne einen See fotografieren oder ich möchte gerne ein Meer oder Küsten fotografieren und wo finde ich da quasi den richtigen Punkt, dass man sich das vorher raussuchen kann, dann ist es natürlich immer noch ein Stück weit, wie soll ich sagen, ein Glücksspiel, ob das vor Ort klappt oder nicht. Aber das ist nun mal die Realität, das gehört dazu. Tatsächlich, das unterschätzen viele Leute immer, ist gute 60%, 70% eines richtig guten Fotos die Location, das Location Scouting, beziehungsweise die Vorbereitung. So, und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Klar, wenn man auf einer Fotoreise ist und wenn man irgendwo hinfährt, wo man noch nie war, ist das immer so eine Sache. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man versucht, so eine Mischung zu machen. Wenn man sich so zwei, drei Locations raussucht, die man vielleicht aus dem Internet kennt, wo man sagt, okay, da weiß ich, was mich erwartet. Dann habe ich diese Fotos im Kasten und dann vielleicht nochmal rechts und links guckt, was ist denn da noch so. Also beispielsweise auf den Lofoten, ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich wollte ganz gerne so ein Foto machen mit so einem roten Häuschen am Wasser. Und ich bin dann tatsächlich auf Google Street View gegangen, habe reingezoomt, habe Küstengebiete abgesucht, habe geschaut, wo steht denn so ein Häuschen. Auf der Reise habe ich dann festgestellt, alle 5 Meter steht so ein Häuschen an der Küste, also da gibt es genug. Aber so kann man sich dessen auch nähern. Und dann, wenn man zum Beispiel Metropolfotos macht, ist es sicherlich auch hilfreich, wenn man Google Street Views bemüht und wenn man sich dann einfach abends auf den Weg macht. Da muss man sich halt ein bisschen mehr Pufferzeit einplanen und um die Häuser ziehen. Gehört halt auch dazu. Was ist mit Städtetrips? Ja, auch sehr spannende Sache. Also, wie gerade angesprochen, Japan war ich ja viel in der Stadt unterwegs, aber ich war auch beispielsweise letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ich glaube ja, auch in New York. Es ist halt eine Geschmackssache. Da ist es auch wieder total schwer zu planen. Auch da waren so ein paar Touristen-Motive, die ich mir auf die Liste geschrieben habe, die ich gerne machen wollte. Also Times Square natürlich, Grand Central Station und so weiter. Das wollte ich auch einfach gerne sehen, weil ich selber noch nie in New York war. Und dann ist es natürlich auch völlig legitim, dahin zu gehen. Aber man sollte natürlich nicht sein Auge quasi zumachen für die Sachen, die rechts und links stattfinden. Ich persönlich bin so ein Typ, ich brauche immer so ein paar Minuten. Viele Minuten, um mich so ein bisschen in die Fotostimmung zu bringen. Und dann hilft es halt einfach von A nach B zu laufen und auf dem Weg, wie gesagt, Sachen zu finden, die einen vielleicht interessieren. Aber das muss jeder für sich selber ein bisschen entscheiden. Wenn es okay ist, Postkartenmotive zu machen, dann gibt es natürlich gerade bei New York oder diesen großen bekannten Städten 100.000 Fotos, an denen man sich orientieren kann. Viele tolle Locations. Ansonsten macht es halt Sinn, sich kurz zu fragen, was möchte ich denn ungefähr fotografieren? Ist es eher Nacht, ist es eher Tag, ist es eher Street oder nicht, ist es eher abstrakt oder was auch immer? Und dann kann man sich dessen ganz gut nähern. So, ich gucke jetzt mal hier in die Fragenliste. Sieht so aus, als wären keine großen weiteren Fragen.
Genau, viele Motive liegen auch vor der eigenen Haustür, ist eigentlich auch ein guter Tipp. Nutzt du die Reisefotografie für dich finanziell oder persönlich? Kann man damit Geld verdienen? Also ich benutze es für mich quasi persönlich. Ich verdiene damit eigentlich kein Geld, wenn man von den paar Kröten, die bei YouTube rumkommen, mal absieht. Aber ehrlicherweise sind die Ausgaben für so eine Reise sehr, sehr, sehr viel höher als das, was bei YouTube reinkommt. Zumindest bei mir. Man könnte sicherlich Geld damit verdienen, wenn man jetzt Reiseplanung oder geführte Reisen oder wie auch immer Workshops sich anbietet. Aber das ist nicht so sehr mein Ding, muss ich sagen. Und ehrlicherweise habe ich auch gar nicht so wirklich die Zeit dafür. Denn ich hätte natürlich dann schon den Anspruch, das sehr genau zu machen, wirklich gut durchzuplanen, eine einzigartige Reise anzubieten. Und das ist so viel Aufwand. Da reicht es mir gerade, meine eigene Reise so zu planen, denn das mache ich ja nicht hauptberuflich. Ich habe ja nebenher noch einen ganz normalen Job und dann ist das so ein bisschen so eine Sache, wenn man nur 30 Urlaubstage hat. Nimm das nicht zu viel weg, wenn man sich vorher schon alles auf Street View oder ähnliches ansieht, ist dann die Überraschung nicht weg. Naja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man möchte. Also, wenn man zum Beispiel Architekturfotografie machen möchte, dann macht es ja durchaus Sinn, sich vorher zu überlegen, wo möchte ich denn fotografieren, weil dann kann es gut sein, dass man stundenlang irgendwie rumirrt und nichts findet. Aber ich gebe natürlich insofern recht, dass man kann es auch überplanen. Also, das habe ich auf jeden Fall in den ersten Reisen so gemacht, dass ich zu viel geplant habe und versucht habe, jede Komponente irgendwie perfekt zu planen. Und das geht nie auf. Das kann nie aufgehen. Es gibt einfach zu viele Variablen und es kann zu viel schief gehen. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und das ist für mich zumindest die große Gefahr, dass man sich selber so ein bisschen, sich selber den Spaß nimmt. Und das ist dann doof. Wahrscheinlich macht es dann auch die Übung, sich so ein kleines bisschen zu überlegen. Wo möchte ich fotografieren? Was möchte ich fotografieren? Vielleicht ist es ja auch ein Anfang in dem normalen Familienurlaub, mal einen Tag oder so auszubüchsen und dann mal für den Tag oder zwei eine eigene kleine Fototour zu machen, um sich dessen mal so ein bisschen zu nähern. Wenn du nur ein Objektiv für so eine Reise mitnehmen kannst, welche Brennweite sollte ich wählen? Ja, das ist natürlich so ein bisschen so eine Trickfrage und ich könnte jetzt eine Trickantwort machen und sagen, nimm Zoom mit, 24 bis 70, damit deckst du alles ab. Aber tatsächlich kommt es natürlich darauf an, was du fotografieren möchtest. Also würde ich jetzt beispielsweise nach Island fahren und ich könnte nur ein Objektiv mitnehmen, was kein Zoom ist, also eine Festbrennweite, würde ich wahrscheinlich was Weitwinkliges nehmen, irgendwie 24 mm, 35 mm vielleicht Maximum. Wenn man denn weitwinklige Fotografie machen möchte. Auf der anderen Seite kann es auch super spannend sein, einen Tele zu nehmen und sich damit zu limitieren. Aber ich sag mal, in der Realität haben die allermeisten Leute sicherlich 24 bis 70 da oder ähnliches und können damit alles abdecken. Und die sind ja mittlerweile schon ziemlich gut, diese Objektive. Wie gehst du dabei vor, Personen aufzunehmen? Fragst du oder versuchst du unentdeckt zu bleiben? Auch wieder eine persönliche Sache. Ich frage die Leute vorher, auch wenn das die echte Situation kaputt macht. Es sei denn, es ist eine Situation mit mehreren Menschen, wo der Mensch selber nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern die Situation. Dann habe ich keine Skrupel, das zu fotografieren und nicht vorher zu fragen. Aber ich bin nicht so einer aus der Hüfte Shooter oder gar wie Bruce Gilden, der die Leute regelrecht belästigt. Das ist eher nicht so mein Ding. Wie regelst du das mit dem Transport von Ausrüstung im Flugzeug? Angst, so wie die mit Koffern umgehen? Ja, habe ich auf jeden Fall Angst. Ehrlicherweise verstoße ich da regelmäßig gegen alle Richtlinien. Ich nehme mir alles nur im Handgepäck mit. Mir ist es echt zu blöd. Ich würde mich auf die Diskussion auch nicht einlassen, das mit per Koffer aufzugeben. Ich habe dann meistens alles im Rucksack oder in einem Rollkoffer dabei, der quasi Flughafenmaße hat oder Airline-Maße heißt das, glaube ich, ne? Also den kann man oben in das Fach reintun. Meistens ist er dann tatsächlich ein kleines bisschen zu schwer, aber das ist halt so. So, mit Blick auf die Zeit, eine Frage kann ich, glaube ich, noch oder vielleicht zwei beantworten. Sind 24 mm nicht zu viel? Nicht viel zu viel für Landschaftsfotografie? Wenn du meinst, zu viel im Sinne von zu telig, nein, das finde ich nicht. Also ich mag gar nicht weiter als 24 mm fotografieren. Ist ein persönlicher Geschmack. Ich mag diese Ultraweitwinkelaufnahmen nicht so gerne. Ich mag es mittlerweile sogar eher teliger zu werden, um gewisse Teile einer Landschaft auszuschneiden. Weil wenn man alles sieht, finde ich es in der Regel relativ langweilig.
So, die Zeit läuft ab. Ich bin mit meinem Material soweit am Ende. Ich bleibe aber gleich noch im Chat. Ihr könnt auch gerne weiter eure Fragen stellen. Da bin ich gerne dann da und beantworte die auch fleißig. Schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an Panasonic, dass sie dieses Video unterstützt haben. Und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.